Hallo, da sitze ich bei der Vorstellung Nummer 6 von Krieg und Frieden hier im Staatstheater Nürnberg. Und nur noch dreimal gibt es nach heute die Vorstellung zu sehen. Und ich finde, es gibt so wahnsinnig viele Gründe, dieses fantastische Werk von Sergei Prokofjew anzuschauen, dass ich ganz viele meiner Kollegen gefragt habe, warum und was bei Krieg und Frieden so anschauenswert ist. Zurab, steckt ein bisschen von Pierre in jedem Mann? Radkmaunda. Jochen Kupfer, spielst du lieber die knorrige Eiche oder lieber den charmanten Walzerkönig oder Walzerfürsten? Das ist doch das Tolle, wenn die knorrige Eiche plötzlich zum Liebhaber wird. Joanna Malwitz, unsere grandiose Dirigentin. Was ist für dich der grandioseste Moment an diesem Abend Krieg und Frieden? Auf einer Skala von 1 bis 10, wo kommt es vor? Alles 10. Der grandioseste Moment? Hatte ich gesagt, der erste Takt. Sehr da geht alles los, danach kann man sowieso nicht mehr denken. Es ist, als würde man diesen riesigen Tolstoi-Roman aufschlagen und einfach sich dem hingeben und alles vergessen. Martin Platz, wie viele Rezepte für Kartoschki kennt Platon? Mindestens 20. Welche kennst du? Keins. Hier bin ich mit Daeho Kim und meine Frage ist, lässt sich Oper auf Koreanisch oder auf Russisch besser singen? Nanen Russische Oper ga do choe. Wenn du einen Tag Zar wärst, was würdest du tun? Als erstes? Oh my goodness, keine Ahnung. Keine Ahnung. Sex, Crime, Autos? Sex. Hier stehe ich mit Denise Milo, als Denisov. Und ich frage mich, ist man als Denisov eher bescheuert oder mutig, wenn man Partisane wird? Beides, von allem ein wenig. Hier bin ich mit Chang Liu. Und an ihn hätte ich die Frage, magst du lieber den Krieg oder den Frieden? Here I am with Tadeusz Schlenkier, my very nice Anatole tenor. And I have the question, you being a philosopher, is the character of Anatole, what's the most philosophic moment in the whole piece of Anatole Kuragin? Moja rola Anatola Kuragina w Wojnie i Pokoju Prokofiewa jest w ogóle w pewnym sensie łatwa do zagrania, dlatego że to jest wyjątkowy kretyn, który w zasadzie bezrefleksyjnie podchodzi do tego, co robi, zupełnie bezrefleksyjnie podchodzi do swojego życia, nie myśli o innych, po prostu w ogóle nie zadaje sobie takich pytań, dlatego trudno powiedzieć, żeby tam w ogóle był jakikolwiek wątek filozoficzny w tej roli, dlatego że to jest człowiek, któremu myślenie sprawia wielką trudność. I można powiedzieć, że po warunkach gram tę rolę. Mam nadzieję, że jakoś to wychodzi dobrze. Hier stehe ich mit Nikolaj Karnolski, alias Graf Nikolaj Balkonski. Die Frage wäre, würdest du manchmal Erziehungsfragen zu Hause auch so lösen wie Graf Nikolaj Balkonski? Всичките тези неща ние ги решаваме вкъщи по този начин, по който ги решаваме в операта. Ich bin hier mit Prinzessin Maya Almeria Dedic. Kann man einen Krieg besser mit Smalltalk lösen oder mit Waffen? Ja, sam igrala sa pištoljima kad ti još bila mala. Znaš šta, ne može. Moraš staviti pištolj i ubiti čovjeka da bude bolje. Hier stehe ich mit Emmanuel Veloso, Girard und Gastgeber in Krieg und Frieden. Wärst du gerne bei einer Party wie Girard in Moskau eingeladen? Olha, sinceramente, eu acho que eu iria muito, porque é um personagem que eu estou adorando fazer, agora no momento aqui na nossa produção de Krieg und Friede, né, Guerra e Paz, na minha língua materna, e eu iria sim com certeza a uma festa, porque é um personagem muito legal e eu acho que ele merece ser prestigiado a todos os momentos. Katrin Helitz, hättest du diesen Krieg und Frieden auf EU-Ebene völlig anders gelöst als Napoleon? Natürlich, also wir Lützebäuer sind international politisch voll dabei. Wir sind klein, aber fein. Und wir hatten da eine Rolle voll in den Griff gekriegt. Here I am with Martina Dieke, the fantastic Achrosimova. And now I ask her, is this opera too violent for a Swedish pacifying person like you? Nej, absolut inte. Det är riktigt roligt att slå till Eleonor och hon är också en bra motspelerska. Och naturligtvis gör jag det på skoj. Titta här. Hier bin ich mit Sang Min Lee, dem grandiosen Napoleon Bonaparte. Und meine Frage ist, Sang Min,
Wenn du zu Hause auch Napoleon wärst, würdest du deine Familie auch so regieren wie Napoleon sein Volk? 안 그럴 거예요. 저는 결코 그러지 않을 거예요. Hier stehe ich mit Michael Fischer und ich frage mich, kann man als Wiener überhaupt Walzer tanzen zu einem russischen Komponisten wie Prokofjew? Klar kann man dazu Walzer tanzen. Abu Vask, Chordirektor, ist es schlimmer, Russisch zu hören oder Russisch zu singen? Beides schön. Hier bin ich mit Hans Kittelmann als Bonnet und viele andere Rollen, die ich leider nicht mehr ganz weiß. Und ich frage mich, liegt dir die französische oder die russische Musik eher? Ganz spontan würde ich sagen, ich mag beides super gern, aber ganz spontan würde ich jetzt sagen, vielleicht das Französische, weil durch das etwas Nasale, das kommt mir etwas als Charakter nur entgegen und da kann ich sehr gut Töne fabrizieren. Das verstehe ich. Here I am with beautiful Elena Bisukova, Irina Maltseva, and I want to know, is it more exciting to die or to kill as a mezzo? Ich stehe hier mit Dr. Wonjong Kang als Métivier, Schönheitschirurg. Wäre die Welt besser, wenn alle Menschen schön wären? 그러면 너무나 좋을 것 같습니다. 너무 행복할 것 같습니다. Here I am with Taras Irinikas, the famous Dolokhov in our piece. And I wonder, how much vodka would you need to drink to become like Dolokhov, or is it just impossible? И Dolokhov, что речь много Dolokhov с Ишгера Visada, ir gan dažnai. Bet kaip man, kad reikėtų ateiti į Dolokhovo situaciją, tai aš manau, kad reikėtų dviejų bonkių degtinės. I am with my famous roommate Andromache Raptors, and I wonder, ist es besser, Partisanenbraut zu sein oder eine Russenschlampe? Russian badass rebel any day.